Knapp 800 Schülerinnen und Schüler, deutlich mehr als erwartet, haben am Freitag in Oldenburg gegen den Klimawandel protestiert. Im Rahmen der Kampagne Friday for Future forderten sie ernsthafte Anstrengungen gegen die Zerstörung der Umwelt weltweit. In einem Protestzug zogen die jungen Menschen am Vormittag vom Hauptbahnhof über den Julius-Mosen-Platz zum Schlossplatz. Es lief alles völlig problemlos, sagte ein Polizeisprecher. Auch in anderen Städten waren Schülerinnen und Schüler auf die Straßen gegangen. Für kritische Diskussionen sorgte das Fernbleiben vom Unterricht. Die Landesschulbehörde wies darauf hin, die Teilnahme an Demonstrationen rechtfertige nicht das Fernbleiben vom Unterricht. Die Leiter der Oldenburger Gymnasien äußerten vollstes Verständnis für die berechtigten Anliegen der demonstrierenden Jugendlichen. Allerdings sei ein Engagement in der freien Zeit ein noch stärkeres Zeichen, wie Herbert-Gymnasium-Leiter Günther Tillmann betonte. Auch in den folgenden Wochen wollen die Veranstalter nach eigenen Angaben einen Kreis von Schülerinnen und Schülern mit Protesten in Oldenburg gegen Klimawandel und Umweltzerstörung protestieren.